alle zusammen. Wenn ihr nach Deutschland kommt und hier Auto fahren wollt, dann müsst ihr wissen, was diese Verkehrsschilder bedeuten. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yo, 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 hello everybody, it's your boy Geshiri Shea, the one and the only, and today guys, we are back again. We are very back guys. Today guys, we are going to check out German traffic signs explained by Learn German with Anya. Hallo Leute, ich bin Geshiri Shea, der Einziger. Ich habe ein Reaktion-Video für euch. German traffic signs explained, so we are going to go straight to action. Hallo alle zusammen, heute sprechen... Hallo... What's that? Oh my days. Hallo alle zusammen. Heute sprechen wir über Verkehrsschilder. Was okay. Ist ein Verkehrsschild? Das ist ein Verkehrsschild. Also falls ihr mal... That is when you're packing rubbish on the floor or packing sand or dung, I think. Wenn ihr nach Deutschland kommt und hier Auto fahren wollt, dann müsst ihr wissen, was diese Verkehrsschilder bedeuten. Hier, okay. Ganz klar, ganz einfach. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Baustellenschild. Eine Baustelle ist das. Da drüben seht ihr eine Baustelle und das ist das Schild dafür und das warnt dich, dass hier eine Baustelle ist. Wir gehen. That is a construction site. I thought that someone was like, maybe a farmer was digging like a dung or something like that. Zum nächsten. Dieses Schild bedeutet Park- und Halteverbot. Das bedeutet, du darfst hier nicht parken und nicht halten. Halten bedeutet bis zu 3 Minuten. Das darfst du hier nicht. Der Pfeil nach links bedeutet, dass hier das Park- und Halteverbot beginnt. Dann gibt es noch einen Pfeil in die andere Richtung. Da endet das Park- und Halteverbot. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich vergesse das auch manchmal. Aber deswegen seht ihr, hier auf dieser Seite, auf der rechten Seite, stehen keine Autos. Weil das Park- und Halteverbot bedeutet, dass auf dieser Seite niemand parken oder halten darf. Aber auf dieser Seite, ja, dieser Seite darf man parken. Ich denke, das versteht ihr auch, oder? Das P steht für Park. Also ihr dürft hier eine Stunde parken, aber ihr braucht einen Parkschein. Und den müsst ihr ins Auto vorn reinlegen. Und dann kann hier die Kontrolle kommen. Das Ordnungsamt kommt dann. Weil die Leute denken, die können parken, wie sie wollen. Gerade jetzt zum Wochenende. Es kommt kein Ordnungsamt, aber... This guy. This guy. Oh my God, this guy was a funny guy. Funny meme. Kommt dann. Weil die Leute denken, die können parken, wie sie wollen. Gerade jetzt zum Wochenende denken sie, es kommt kein Ordnungsamt, aber dann kommen halt Leute wie ich. Und schaut, ob ihr länger als eine Stunde geparkt habt. Falls ja, dann müsst ihr Strafe bezahlen. Dann bekommt ihr ein Ticket, einen Strafzettel, sagen wir dazu. Den habe ich schon ganz oft bekommen. Und der liegt dann in eurem Auto oder vorn drauf und dann müsst ihr Geld bezahlen. Und hier steht noch, Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr dürft ihr hier parken und außerhalb dieser Zeit dürft ihr hier länger parken. Also das ist nicht so. That is similar to the UK as well. Like very similar. I see this time, I'm like, yeah, I understand. Outside these hours, you can park. So yeah, that's some similarity because I mean, we were part of the EU. Hier parken und außerhalb dieser Zeit dürft ihr hier länger parken. Also das ist nicht so schwer zu verstehen, aber es gibt noch andere Schilder, die sind viel schwieriger und auch ein bisschen verwirrend. Wait. What is that sign? What is that sign? If you see people falling down the road, stop. No, don't stop. Look and pass. Und auch ein bisschen verwirrend. What the hell? Hier haben wir ein Schild, das bedeutet Sackgasse. Sack bedeutet eigentlich etwas anderes. Ja, ein Sack ist das vom Weihnachtsmann. Und manchmal sagen wir auch für die Männer, dass die einen Sack haben. Aber hier bedeutet das einfach Sackgasse. Ihr seht da, das sieht aus wie ein T. Und das bedeutet, das ist eine normale Straße. Und hier geht es nicht weiter. Mm. Also da ist Schluss. Deswegen ist das rot. Und dort steht noch keine Wendemöglichkeit. Wenn... That's easy. Yeah, that's easy. I see that it's red. You can't go. Blocked. Yeah, this one is easy to understand. Denn bedeutet, dass man das macht, ja? Man fährt rum, jump, und man wendet. Aber hier gibt es keine Möglichkeit zu wenden. Also hier solltest du besser nicht reinfahren. Wofür steht die blaue Farbe nochmal? Blau bedeutet, irgendwas ist erlaubt. Und hier ist es sehr einfach. So you can walk with your kids down this road and bikes are allowed. So pedestrians and people are allowed. The pedestrians and cyclists.
einfach. Was bedeutet das? Du kannst hier lang laufen, also das ist für Fußgänger und für Fahrräder. Also wenn du Fußgänger bist oder Fahrradfahrer, darfst du hier lang gehen oder lang fahren, aber nicht in deinem Auto. Hier nicht seht Auto. Ihr einen blauen Pfeil. Das Go bedeutet, straight. Ihr dürft nur geradeaus fahren. Und hier geht der Pfeil geradeaus. Also ihr dürft nicht nach rechts oder links abbiegen, sondern nur geradeaus fahren. Und das andere Schild, weiß und gelb, das sieht ein bisschen aus wie ein Spiegelei. Das ist die Hauptstraße. Das bedeutet, auf der Hauptstraße hast du immer Vorfahrt. Rate mal, was diese 30 bedeutet. Speed limit is 30 miles per hour. Das ist ganz einfach. Hier darfst du nur bis zu 30 km/h fahren. Oh, okay, wenn du schneller fährst, kann es passieren, dass ein Blitzer dich erwischt und dann musst du Strafe bezahlen. Also vorsichtig, hier nur 30 km/h. Oh, I said 30 miles per hour. 30 km per hour. Okay. Kilometer pro Stunde. Was bedeutet dieses rote Dreieck? Das bedeutet, du musst Vorfahrt beachten. Also du musst den anderen Autos auf der Straße da Vorfahrt geben. Wenn da ein Auto kommt, dann darfst du nicht fahren. Also du musst gucken und wenn kein Auto da ist, darfst du fahren. Hier haben wir mal wieder ein... Du nicht fahren. Also du musst gucken und wenn kein Auto da ist, darfst du fahren. Hier haben wir mal wieder ein rotes Straßenschild. Also das bedeutet Achtung. Und dieses Straßen- oder Verkehrsschild bedeutet, dass du hier nicht reinfahren darfst. In diese Straße darfst du nicht reinfahren. Also das bedeutet, die Zufahrt ist verboten. Und es ist wahrscheinlich so, weil das eine Einbahnstraße ist. Also auf der anderen Seite ist dann ein Schild, da steht Einbahn. Straße. Das bedeutet, du kannst nur in eine Richtung fahren. Ich hoffe, ihr habt heute viele Verkehrsschilder gelernt. Wir sagen auch Straßenschilder oder auch nur Schilder. Vielleicht kennt ihr auch das Tier, das heißt die Schildkröte. Ein Schild hat auch einer, der kämpft. Das ist auch ein Schild. Also das hat verschiedene Bedeutungen. Ich hoffe, ihr habt heute viele gelernt und schreibt mal in die Kommentare, was ihr so für Schilder in eurem Land habt. Habt ihr auch so viele Schilder und so komplizierte Schilder wie in Deutschland oder nicht so viele? Und hat euch das schon mal verwirrt? Dankeschön und tschüss. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Oh my God, I can listen to this lady teach like, she could, please be my teacher. Please be my teacher, Anya. The way she explains is so clear, like so clear, straight to the point. And she is so funny as well. Maybe she doesn't mean to be funny, but the way she teaches has so much humor in it, very entertaining. But yeah, your signs are pretty similar to the signs that we have in the UK. But I mean, a few of the signs were a bit different. I mean, slightly different. I mean, maybe it's because we were in the EU as well. We're in Europe, so we have a similarity with the, you know, road rules and signs. But yeah, I was saying miles per hour, but you are kilometers per hour. So all the same still, all fine and good. Yeah, interesting to see that we and the Germans are very similar. I've been to Germany a few times and I've seen your road signs. Okay, some like knocked me off and I was just like, well, thank God I'm not even driving here. Keep myself safe. Take the Uber, take the trains, no bicycle and things like that. Anyway, guys, I hope you enjoyed this one like I did. Thank you for watching this video with me. And next time we go to Germany, well, I'm still not gonna drive. No. Bus, train, that's it. All right, peace out. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shine in my way. You are me. Oh, I love you more than words can say. You are me. Oh, you are the light that shine in my way.